Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber zum Superhelden Donnerstag. Marvel Universum ist angesagt. Hero Attack Serie 1, 5 weitere Booster, die wir unboxen werden. Die Booster selber sehen natürlich mega geil aus. Ach, wir werden uns auch nicht lange, wie soll ich sagen, mit irgendwelchen Geschwafel vorhalten. Ich lege die schon mal zur Seite, dass die Bilder hier schon mal hinpassen. Schon mal alles richtig rumdrehen. Ich hasse das ja, dass die Dinger immer hin und her sortieren. Gleich zoome ich auch nochmal ordentlich ran, dann wird das Bild auch schärfer, damit wir uns auch dementsprechend die Karten in voller Blüte sozusagen angucken können. Hier ist eine Anleitung zwischen, war da auch eben eine zwischen? Ja, mit Anleitung habe ich echt viel Glück, es ist fast in jeder immer irgendwie eine drinne. Mal gucken. Tja, was habe ich gesagt? Schon wieder eine. Ich glaube jetzt drei Tüten, drei Anleitungen. Vielleicht ist aber auch bei der Serie in jeder, sozusagen in jeder Tüte eine Anleitung drin gewesen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Anscheinend schon, weil so viel Glück kann ich gar nicht haben, was das betrifft. So, nun haben wir gleich die letzte Tüte schon am Start. Ja, hinten nochmal als kurze Information. Ist noch in Englisch gehalten, weil es die erste Serie damals auch nur in Englisch gab. Es gibt über 190 Karten zum Sammeln. In jeder zweiten ist eine Glanzkarte, also eine Spiegelkarte drin. In jeder fünften eine Regenbogenkarte und jeder fünften noch eine Captain America und Thor Movie Karte drin. Das heißt, wir müssten eigentlich zwei Spiegelglanzkarten erwischen und dann noch mindestens eine Thor bzw. Captain America Movie Karte oder eben eine Rainbow Karte. Das wäre der normale Schnitt, den man erreichen kann. Wir hoffen natürlich immer auf mehr. Das ist natürlich klar, hofft jeder. Die Mappe ist auch schon richtig rappelgappelvoll. Ich weiß jetzt nicht, was mir da noch fehlt, aber da haben wir wirklich schon einiges. So, nun wollen wir noch mal ein bisschen ranzoomen für euch. Damit die. Oh, das geht gleich mit einer Moviekarte los, wie ich hier sehe. Ich will nur mal ganz kurz den Müll etwas beseitigen, bevor wir uns die Bilder jetzt angucken, weil das ist wirklich viel. Es gibt übrigens auch keinen Code oder so. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Also wer denkt, er kann irgendwas abgreifen diesmal? Nö, leider keine Codes dabei. Okay, gucken wir uns die Karten an. Hinten drauf, ja, sieht schon mal ganz ansprechend aus. Mir gefällt diese Optik der Rückenseite ganz gut. Da steht eben drauf, dass es eine Captain America Movie Card ist. Also eine von fünf pro Päckchen, was sein kann. Eine Movie Card haben wir hier schon mal. Und wir haben Gabe Jones mit drinne. CA6 steht unten, das ist eben die Kartennummer Captain America, Sonderkarte Nummer 6 und Defense und Attack-Wert. Also man kann auch mit diesen Sonderkarten spielen. Es ist ja eben kein Trade-Card, sondern ein Trade-Card-Game. Das heißt, man kann eben mit diesen Karten auch spielen. Hier haben wir The Red Hulk als Bösewicht. Die Karten gefallen mir immer besonders gut, muss ich sagen. Ich finde den normalen Hulk optisch cooler, muss ich sagen, als den Red Hulk jetzt. Und mir gefallen insgesamt die Zeichnungen. Es gibt ganz wenige. Wien ist es eine, die habe ich übrigens auch schon von den Karten, die mir optisch nicht so gefällt. Aber man muss auch verstehen, das sind wirklich Bilder dabei von den 30, also von mehr als 50 Jahren dabei. Also es sind neue Bilder natürlich dabei, es sind aber auch alte Bilder mit dabei. Hier haben wir Luthor zum Beispiel. Und darum ist es auch vom Zeichenstil immer ein bisschen anders. Mal merkt man, boah, das ist dreckig und brutal und das ist so heutige Zeit. Manchmal merkt man einfach, das ist so 70er Flower Power Zeit oder es ist eben ein bisschen älter und das ist auch geil. Also Red Hulk hier als Glanzbild sieht natürlich auch mega geil aus. Da sieht man, also da sieht der Red Hulk wirklich richtig, richtig fett aus. Und seine Kollegin, ja, auch nicht schlecht. Elektra als Heldin. Nur drei Sterne, obwohl comic-technisch eigentlich sehr bekannt. Bullseye, der Bösewicht, sieht hier auch natürlich, finde ich jedenfalls, richtig geil aus. Das Gesicht, so die Zähne, bah, das ist schon so ein richtiger Fiesling. Hat schon was. Die menschliche Fackel, The Human Torch. Vier Sterne, Bösewicht, auch die sieht natürlich, sieht einfach mega genial aus. Hier wird er gerade beschossen, wie man hier sieht, von... Sieht aus wie ein Maschinengewehr, links und rechts jeweils. Aber das kann ihnen ja nichts anhaben. Hier haben wir Battle Stays, eine Weapon-Karte. Eine Weapon-Karte ist auch immer sehr wichtig, weil die kann zwar nicht jeder im Kampf benutzen, aber es gibt eben zum Beispiel die Billy Clubs, die hat Daredevil, kann die einsetzen und kann dadurch seine Stärke noch etwas hervorheben. Oh, Thor Movie Card, noch eine Movie Card. Diesmal haben wir richtig Glück. Loki!
Loki, der Bösewicht sozusagen, der verzogene Sohn, kann man auch sagen, aber für mich auch einer dieser ja, Charaktere, wo man sich sagt, die haben alles und können einfach die Schnauze nicht vollkriegen. Das ist ähnlich wie mit diesen Millionären, die dann immer noch Steuerhinterziehung machen, obwohl sie schon zig Millionen und zig Willen haben. Ah, ich hasse solche Menschen. Firestar und nun Gazer. Ah, sieht auch schick, schick, schick. Oh, Sage hier von den... Sage müsste von den X-Men sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist auch doch das alte X-Men-Logo da oben. Ich bin jetzt ja nicht so bewandert in den Comics, von daher könnt ihr mich immer gerne verbessern, wenn ich da Blödsinn erzähle. Dafür sind ja auch die Kommentarlisten da, das nehme ich euch nicht krumm. Und hier haben wir War Machine. War Machine gibt es in Amerika, ist er glaube ich relativ bekannt, in Deutschland gar nicht so sehr. Auch hier AmeriCorp, sieht auch, finde ich, voll geil aus. Super düster gezeichnet als Held hier in dem Moment, könnte auch Bösewicht sein. Der Gegenspieler von Daredevil, der Kingpin, auch super, super cool mit dem Halstuch oder mit dem Umhang, was er da von Daredevil in der Hand hat. Xavier, also Professor X, auch einfach super genial. She-Hulk, also ich kann immer nur wieder sagen, die Karten sind einfach super cool. Red Skull, mein Lieblingsbösewicht. Mein Lieblingsbösewicht, definitiv. Wow, noch eine Glanzkarte und die sieht auch, guckt euch das mal an, ich versuche mal hier so reinzuheben. Kann man das sehen? Das sieht richtig geil aus, Scorpion. Eine richtig fett geile Karte. Eine Hero-Karte, Havoc. Ich glaube auch bei den X-Men beschäftigt. Das war ja das, was mich umgehauen hat, Dracula bei den Bösewichten, und ich wusste nie und nimmer, dass Dracula zu den Marvel-Universum gehört, hat mich total perplex umgehauen. Psylocke, kennt man ja auch von den X-Men-Verfilmungen. Und last but not least, Sandman. Ja, Sandman, ein unglücklicher Bösewicht, eigentlich gar nicht so böse, wenn man es mal so sieht, hat ja auch ein Kind, hat eine Frau, hat einfach nur immer Pech am Schaft. Also er dreht jedes Mal in die Scheiße und kommt einfach nicht auf den grünen Bereich, obwohl er eigentlich sein Herz doch nicht so böse hat. Also er hat es eigentlich schon am rechten Fleck, nur er hat immer wieder die Arschkarte und er macht auch immer wieder diesen... Man gönnt ihn, dass er endlich den Umschwung schafft, er kriegt es nicht hin. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder beim Einsortieren der noch fehlenden Bilder ins Sammelalbum. Ja, kommen wir nun zum Einsortieren. Allzu viel ist nicht einzusortieren, weil die Mappe ja schon sehr voll ist. Werdet ihr auch gleich sehen. Hier geht's los. Gleich mit den Rainbow-Bildern, danach kommen die Glanzbilder. Da sieht es noch ein bisschen leer aus, wie ihr auch seht. Aber im Großen und Ganzen ist auch da schon ganz gut gefüllt. Jetzt kommt hier noch ein Glanzbild mit dazu, ihr seht es ja. Und nun kommen wir zu den regulären Bildern ab Bild 41. Und da seht ihr natürlich schon kaum noch Lücken. Was mich natürlich auch freut, was andererseits natürlich dann wiederum auch bedeutet, dass nicht so viele Bilder immer reinpassen. Und die doppelten Anzahl natürlich steigt. Aber die Bilder sehen so geil aus. Also hier tut es mir noch nicht mal weh. Hier tut es mir noch nicht mal so weh wie bei Fußballbildern oder sowas. Da bin ich immer ein bisschen mehr angefressen. Aber hier gar nicht mal so. Ja, und ihr seht, es ist schon wirklich sehr, sehr voll. Es gibt vereinzelte Basecards, die noch reinpassen. So viele Booster habe ich auch nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ich werde aber auch die restlichen Booster ein bisschen in der Anzahl erhöhen. Also das nächste Mal machen wir nicht mehr 5, sondern eben schon 6 oder 7. Muss ich mal schauen, wie viel ich noch habe. Ich weiß es wirklich nicht genau. So dass wir da auch ein bisschen vorankommen. 89 wäre hier, 90, 91, 92. Ja, da habe ich einmal die Vorder- und einmal die Rückseite sozusagen aus dem oberen Feld. Ja, und auch bei den Weapon-Karten, wo es ja schon schwerer ist, die zu bekommen, sieht es auch, da fehlen mir noch 1, 2, ich glaube 3 Stück, 4... Ja, und hier geht es dann schon los mit den Captain America Movie Karten. Auch da habe ich schon ganz gut was zusammen. Auch bei Loki ist so ein bisschen was mit dazu gekommen. Also bei Thor, nicht bei Loki, wie ihr seht. So, und hier ist noch eine Limited Edition. Es gibt sicherlich 4 Stück, weil hier steht LA4, LA3, 2 und 1. Keine Ahnung, wo die sind, wie die aussehen, weiß ich nicht. Und hier kommen dann schon meine ganzen Doppelten. Also von daher, wer tauschen möchte und da was über hat und sieht, ey, Mensch, da fehlt dir einiges. Ich habe auch so einiges zu geben. Ne? Also so ist es nicht. Okay, ja, dann sehen wir uns morgen bei Lebenslang Grün-Weiß, der SV Werder Bremen in 228 Sammelbildern. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Das erste Mal Bilder einkleben bei dieser neuen Serie von Panini. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.